Sie hat es allen gezeigt. Weltcup-Gesamtsiegerin, siebenfache Weltmeisterin und doppelte Olympiasiegerin. Und trotzdem hat Laura Dahlmeier im Mai mit erst 25 Jahren ihre Ski an den Nagel gehängt. Bei mir war es einfach so, dass nicht mehr die hundertprozentige Leidenschaft da war. Also ich war einfach ausbrennt, habe mich leer gefühlt, war nicht mehr bereit, wirklich jeden Tag alles zu geben. Und ich glaube, das ist aber notwendig, wenn man im Spitzensport ganz oben ankommen möchte. Ich habe das einige Jahre gemacht, bin super dankbar, dass es immer so gut geklappt hat. Und habe dann im letzten Jahr einfach extrem viel gezweifelt, viel mehr als davor. Und habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich da auch konsequent sein, muss ich aufhören, wenn es am schönsten ist. Langeweile kommt bei Laura Dahlmeier nach der Leistungssportkarriere aber nicht auf. Ja, also gerade im Moment ist es so, dass ich in München bin, an der Uni. Mir da versuche, einiges Wissen anzueignen. Ansonsten stehen noch einige Termine an. Ich habe aber auch soziale Projekte. Im Frühjahr und Sommer habe ich die Freiheit absolut genossen. Ich war sehr, sehr viel beim Klettern, ich war beim Radlfahren unterwegs. Und war einfach froh, mich nicht mehr da tagtäglich irgendwie anmelden zu müssen, abzumelden, sondern einfach ja, selbstbestimmt in den Tag zu gehen. Trainerfortbildungen, Sportstudium, Ehrenamt bei der Bergwacht und soziale Projekte für den Schutz der Alpen. Ohne Sport kann Laura Dahlmeier nicht mehr und auch nicht ohne ihre Berge. Ich glaube, das darf nicht funktionieren. Also Berge, das gehört einfach bei mir mit dazu. Das ist mehr Leidenschaft, das ist so ein bisschen mehr Kraftort, wo ich abschalten kann. Das ist aber für mich ein super Ort für sportliche Leistung. Also ich bin jetzt bei der Berglauf-Weltmeisterschaft mit dabei, Long Distance in Argentinien. Darf da mal ganz andere Berge entdecken, die Anden, und freue mich schon sehr drauf. Am 28. Dezember wird sich Laura Dahlmeier noch ein letztes Mal Ski und Gewehr anschnallen, bei ihrem Abschlussrennen in Gelsenkirchen. Und dann will sie es noch einmal allen zeigen.